Das ist so ein Schafsdreck. Das kann doch wohl nicht wahr sein, schimpfte Florian vor sich hin. Diese verdammten Kopfhörerkabel verhedderten sich immer, egal wie man sie aufwickelte. Immer waren sie danach verknotet. Florian fluchte immer weiter. Himmi, Haarschaft, Zerkrente, Minze, Fix, Halleluja, Melexama, Scheißklump verrext! Er gab es letztendlich auf und warf die Dinge einfach in die Ecke. Rastlos stand er auf und marschierte in die Küche, um sich ein Glas Wasser zu holen. Seine Gedanken kreisten nur um eine Person. Die Person, die auf dem Weg hierher war, um zusammen ein paar Special-Folgen doppelt Hate besser aufzunehmen. Deshalb war seine Geduld auch ziemlich am Ende. Er wusste einfach nicht, wie er sich Timon gegenüber verhalten sollte. Der Braunhaarige hatte sich einfach in Florians Herzen eingenistet und ließ sich von dort auch nicht mehr vertreiben. Was moido eingle, seufzte er und ging dann doch zurück an seinen Schreibtisch. Ein Blick auf sein Handy verriet ihm, dass Timon gerade versucht hatte, ihn anzurufen. Er atmete tief durch und drückte dann den grünen Telefonhörer und wartete, dass Timon abnehmen. Hey Florian, mein Zug hat Verspätung, ich hänge immer noch in München fest, erklärte Timon sich, weil er immer noch nicht da war. Das ist so typisch für die deutsche Bo. Solch Drecksteppen, schimpfte er. Passt schon. Florian wusste nicht, was er sagen sollte. Er musste sich so schon unheimlich konzentrieren, seinen rasenden Herzschlag zu kontrollieren. Okay, ich melde mich dann, wenn es hier endlich weitergeht. Bis nachher, beendete Timon schließlich das Gespräch. Florian seufzte auf. Wie sollte dieses Wochenende nur werden, wenn er schon am Telefon nicht wusste, was er sagen sollte? Er musste sich einfach zusammennehmen. Schluss jetzt damit. Konzentrier dich, Alter, motzte er sich selbst an. Der Dunkelhaarige ging zu seinem Schreibtisch und öffnete seine Mails. Er sortierte nach Müll, Videomaterial und wichtigen Mails, bevor er wieder aufstand. Sein Weg führte ihn nach draußen, einfach um tief durchzuatmen und wieder zu Verstand zu kommen. Als sein Handy wieder klingelte und er Timons Bild sah, machte sein Herz wieder einen Satz. Servus, hat de Borse endlich dazu bequemt, die anzusammeln und do Haar zu bringen? Fragte er, ohne eine Antwort auf seine Begrüßung abzuwarten. Bitte was? Fragte Timon nach. Er war sich bei Florian einfach nie sicher, was er ihm sagen wollte. Er brauchte wirklich mal eine App, die ihm das gleich übersetzte. Hat de Bahn sich endlich dazu bequemt, die einzusammeln? Versuchte Florian deutlich zu sprechen. Auf blauen Dunst heraus antwortete Timon. Ja, die Bahn ist endlich da und ich bin in 15 Minuten da. Ich hoffe, das war das, was du wissen wolltest. Er lachte laut auf und Florian musste lächeln. Timons Lachen war Balsam für seine Seele. Ja super, dann mach ich mich schon mal langsam auf dem Weg, um die abzuholen, sagte Florian und legte auf. Er brauchte selbst ein paar Minuten bis zum Bahnhof, also nahm er seinen Hausschlüssel und stiefelte los. Die Bahn musste einen Zahn zugelegt haben, denn kaum war der braunäugige Bayer am Bahnhof angelangt, fuhr der Zug auch schon ein. Gespannt wartete er darauf, dass Timon ausstieg. Natürlich stand er am falschen Ende vom Zug und musste den ganzen Bahnsteig entlanglaufen, um zu Timon zu gelangen. »Servus, du Panse«, grinste Florian seinen Gegenüber an. Timon erwiderte das Lächeln ebenfalls und umarmte den Kleineren freundschaftlich, wenn auch ein wenig schüchtern. »Komm, ich nehm die Adin ab«, sagte Florian und griff nach Timons Koffer. »Das musst du aber nicht«, wandte der Jüngere ein. »Bastjo«, sagte er nur und lief voraus. Wartete nicht ab, ob Timon ihm folgte. Er brauchte einfach einen gewissen Sicherheitsabstand zwischen sich und dem Größeren. Timon folgte ihm mit wenigen Schritten und lief den Rest des Weges neben ihm. Das war Florian fast schon zu nah. Er hätte gern seine Hand ausgestreckt und die des anderen ergriffen. Ihn zu berühren war ein Verlangen, das schwer gebändigt werden konnte. Aber irgendwie schaffte er es bis nach Hause und ließ Timon den Vortritt. Herzlich willkommen bei mir zu Haus. Mach's dir bequem und fühl dich wie daheim. Bitte was? Hakte er nach und drehte sich zu seinem Gastgeber um. Florian, ich verstehe kein Wort. Könntest du bitte Hochdeutsch? Weiter kam er nicht, denn Florians weiche Lippen verschlossen seine eigenen. Er spielte mit dem Gedanken, sich einfach loszureißen. Aber er spürte, wie er sich bei dem sanften und liebevollen Kuss entspannte
und sich einfach fallen lassen konnte. Bei beiden Männern kribbelte es in der Bauchgegend und womit zumindest Timon nicht gerechnet hatte. Aber so war es nun einmal. Der Braunhaarige legte eine Hand bei Florian in den Nacken und vertiefte den Kuss, schob ihm langsam gegen die Tür und stupste mit der Zunge gegen Florians Lippen. Atemlos löste sich der Ältere nun aus dem Kuss und schaute in die matschfarbenen Augen seines Gegenübers. »Komm erst noch richtig an und dann sang mal weiter, wie er das da erwickelt.« »Was?« hatte Timon vorher die Hälfte ansatzweise verstanden, war er jetzt dazu doch nicht mehr in der Lage. Statt zu antworten, ergriff er Timons Hand, zog ihn zum Sofa und auf seinen Schoß. »Das ist so ein Scharstreck, du musst bayerisch lernen«, murmelte Florian und küsste Timon erneut, aber diesmal mit mehr Leidenschaft und Feuer. Alle Sorgen und Gedanken waren völlig unbegründet, und dass sein Hirn kurz ausgesetzt hatte und das Objekt seiner Begierde einfach geküsst hatte, war die beste Kurzschlussreaktion, die er je hatte.